Herrschaften, ich grüße euch und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mit einer Folge Let's Break und gleichzeitig ein bisschen Shiny Hunting. Aber wir machen kein glänzendes Schicksal heute auf, sondern wir machen verborgenes Schicksal bzw. Hidden Fates auf zwei Tints. Raichu GX und Gyarados GX. Den beiden geht es jetzt an den Kragen. 8 Booster drin. Ich hoffe, wir hitten was Schönes. Die Promos sehen natürlich auch ziemlich nice aus. Aber ich mache die Dinger ja nicht nur für die Promos auf, sondern das eine oder andere Shiny hätte ich nichts gegen. So ein Nachtara oder sowas. Wäre ziemlich nice. Ja, und dann öffnen wir die Boxen, oder? So, Freunde, die Boxen sind geöffnet. 8 Booster haben wir. Ich sage an und würde mich über 2 Shinies freuen. In jeder Box einer. Eine große Shiny würde ich natürlich doppelt feiern. Aber 2 kleine wäre ich auch zufrieden mit. Und dann gucken wir rein, oder? Wir differenzieren hier. Wir gucken mal, welche Box uns besser gönnt. Gyarados, beziehungsweise Gyarados oder Raichu. Deswegen mache ich abwechselnd. Das tun wir mal an der Seite. Das ist Gyarados, das ist die Raichu. Wir starten mit den wundervollen Birds. Ich bin gespannt. Auch sehr cooles Artwork von denen hier in dem Set. Einmal als Secret Rare oder aber auch als normale Full Art Karte. Kann man gucken. So. 2, 3, 4. Machen wir einen Shiny Trick. Ach komm, wir machen den Shiny Trick. Und dann gehen wir rein. In das erste Booster. Wir haben die Psychoenergie. Leutnant Zert Strategie. Shadesy. Mystis. Wie heißt es? Cerulean. City Gym. Ekans. Also Retter. Smogon. Paras. Tragosso. Cubone. Voltoball. Starkes Artwork. Butterfree, Non-Holo Rare und die erste Shiny, Ultra Beast, Pheromosa. Nice, da hat die erste ja schon mal uns gegönnt. Der erste Hit im ersten Booster, One Pack Magic. Geil, das freut mich mega. Coole Sache. Die erste haben wir. Dann machen wir Gyarados, ne? Mewtwo. Kann man hier übrigens auch ziehen. Auch sehr geil. Ein geiles Shiny Artwork tatsächlich. Das tun wir mal an der Seite. 2, 3, 4. Und den Shiny Trick machen wir auch noch. Und dann gehen wir rein mit einer Leaf Energy. Jinx, Rosanna. Ich muss aufpassen, mal abhängen. Pokémon Center Lady und die Sabrina. Glumanda lege ich beiseite. Glumandas sammle ich, beziehungsweise Kanto Starter. Wir haben Enton, Psyduck, wir haben Kabador, Sterndu, Fleckmon. Wir haben eine Non-Holo Rare, Elektroball, trotzdem starkes Artwork und die wir noch eine Shiny? Nein. Paras Reverse. Das heißt 1:0 für Raichu. Das Glumandas lege ich auch gerade. Aber das kommt mir hier beiseite. So, dritte Booster. Mew. Sehr schön. Booster, das geht noch ziemlich smooth auf. Deutsche Booster, habe ich irgendwie manchmal den Eindruck, sind nicht so stark verarbeitet, wie man sich das wünscht. So, ihr Lieben. Energy, Feuer. Ist das ein Zeichen? Vielleicht ziehen wir ja den Boy hier. Wäre übrigens mein erstes Glurak, was ich ziehe. Nur mal so, Real Talk nebenbei. Schon sehr viel gerippt, sehr viel geöffnet und tatsächlich noch kein einziges Glurak gezogen. Noch nicht mal im Farbenschock, wo das Glurak eine normale Rare ist.
traurig. Kann nur besser werden. Also, Feuerenergie. Wir haben Giovanni's Exile, Koga's Trap, Leutnant Search Strategy. Ja, drei Trainerkarten. Läuft bei mir. Clefairy. Moment, geht weiter. Kurz Laptop. Ja, Clefairy. Wir haben Slowpoke, Fleckmon, Magikarp. Sehr schön. Pikachu. Zähle ich auch als Kanto-Starter. Kommt gleich beiseite, wird gesleeved. Voltoball. Die Rare ist Jesse und James. Leider nicht die Full-Art-Version, trotzdem nice. Sieht cool aus. Generation 1, Bösewichte. Und haben wir... Oh, geil! Nice! Naganadel, GX. Full-Art. Die habe ich ganz vergessen, dass es die hier gibt. Leute, wir haben einen größeren Hit. Meine Vorhersage schon erfüllt. Und wir haben noch 6 Booster vor uns. Und die sieht ziemlich clean aus, oder? Oh nee, sieht sie nicht. Oben ist ein dünner als unten, aber englische Karten sind immer, von meinem Begriff immer ziemlich gut verarbeitet. Was so Silvering oder Whitening angeht, nichts hinten zu sehen. Aber wie gesagt, oben ein bisschen dünner als unten. Aber hallo, ich will mich nicht beschweren. Geile Sache. Und formeshalber tun wir noch die Reverse Holos liegen. Und das Pikachu auch. Aber das ist ja mal ein nice Hit, oder? Da haben wir schon... Ah, Hidden Fates ist so ein schönes Set. Feier ich. Eins der... Glurak machen wir auf jetzt. Eines meiner Lieblingssets der neueren Sets tatsächlich. Auch wenn Shining Fates auch ziemlich nice ist. Aber Hidden Fates ist noch eine Ecke besser, finde ich persönlich. Ist meine persönliche Meinung. 4 Stück. Und den Shiny Trick. Wasserenergie. Pokémon Center Lady. Wieder die Sabrina. Die Misty, die Twerking. Wieder 3 Trainerkarten. Wir haben Paras. Wir haben wieder ein Glumanda aus der Box. Wir haben ein Clefairy. Slowpoke, Fleckmon, na komm, sei brav, Kappador, wieder ein Butterfree und ein Ekans, Rattan Reverse, Garados Tin gönnt nicht so, Raichu Tin gönnt schon, ne? Kann ich auf jeden Fall mit zufrieden sein. Ziemlich nice. Bulk beiseite. So, Hälfte ist um. Raichu-Tin liegt ganz klar vorne. Machen wir Mewtwo auf. Bin ich gespannt. Oh, wäre natürlich nice, wenn wir noch eine Full-Art ziehen, oder? Das würde ich ziemlich feiern, Leute. Aus der... Sehr unwahrscheinlich, dass wir in der Raichu-Tin noch mal eine große Shiny ziehen. Aber, na komm. Eine Garados-Tin. Garados-Tin ist ja noch alles möglich. So, Leaf Energy. Brock's Pewter City Gym. Okay. Wieder 2 gezogen. Also, Giovanni's Exile und Koga's Trap. Wieder 3 Trainerkarten. Wir haben Kappador. Stardew. Fleckmon. Voltoball, Voltorb, Tragosso, Reverse. Oh, habe ich irgendwas mit dem Kartentrick verhauen? Das ist die Rare. Und das ist ein Pikachu. Habe ich mich so verzählt? Naja. So, 3 Booster noch. Aber meine Vorhersage, wie gesagt, ist sowieso schon eingetroffen. Ich habe gesagt, wir hätten 2 Shinies. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir in derselben Tin 2 Shinies hätten. Hier nochmal die 3 legendären Vögel aus der Kanto-Region.
Na komm, Garados, Tinne. Gib alles. Vier Stück doch, ja. Wer zählen kann, ist kein Vorteil. Shiny Trick. Gib alles. Wir haben das Auge. Koga Strap. Leutnant Search Strategy. Misty Twerking. Wieder drei. Clefairy. Oh, Pummeluff. Süß. Wir haben das Raupi. Das Evoli. Lege ich beiseite. Eckerts. Katan. Wir haben Jolteon. Non-Holo, aber geiles Artwork. Und wir haben Leutnant Search Strategy. Reverse. Gardos hin. Gönnt nicht so. Evoli kommt beiseite. Sally. Ja, ist jetzt nicht direkt ein Starter, aber sammle ich trotzdem Evolis. In Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli ist es quasi ein Starter. Und das spielt ja in der Kanto-Region. Hidden Fates. Letztes Booster aus der Raichu-Box. Kriegen wir noch was? Was meint ihr? Noch eine Mini-Shiny wäre natürlich mega. Ich muss mal nachzählen irgendwie. So, ihr Lieben, wir haben die Kampfenergie. City Gym. Weiteres City Gym. Keine Trainerkarte. Safcon. Enton. Rattan. Wir haben das Raupi. Paras. Glumanda. Wir haben eine Non-Holo Rare. Relaxo. Und? Oh, geil. Eine Reverse. Wasserenergie. Sehr schön. Gefällt mir. Ah, komm. Cool. Ja, damit hat die Raichu-Tin ja quasi schon gewonnen, ne? Definitiv, außer ich ziehe jetzt in der Garados-Tin den Glurak oder Mewtwo oder sowas. Aber was die Shinies angeht, liegt die Raichu-Tin ja schon mal vorne. Oh, warte, Bulk beiseite. Komm, Garados, lass mich nicht hängen. Da geht noch was. Da geht noch was. 1, 2, 3, 4. Wir haben die Energie, Kampfenergie. Kampfenergie ist viel dabei gewesen, ne? Koga Strap. Wieder eine City Gym von Misty. Und Leutnant Search Strategy. Ein Evoli. Beiseite. Clefairy. Wir haben ein Enton. Wir haben ein Ekans. Ein Raupi. Wir haben Jesse und James. Holorare. Und Gardos gönnt mir. Geil! Glumanda! Mini Shiny! Nice! Leute, Leute! Das ist mal ein nice Hit. Das entschädigt auf jeden Fall die vorherigen drei Booster aus der Garados-Tin. Richtig cool. Ich habe schon Glutexo. Sehr schön. Freue ich mich sogar fast noch mehr drüber als über die Naganadel. Wenn er so gesprochen wird. Ich hoffe, er wird so gesprochen. Full Art Shiny. Aber das war doch mal ziemlich nice. Da kann ich nicht meckern. Meine Ansage war 2 Shinies aus 8 Boostern. Wir haben 3 Shinies aus 8 Boostern gezogen. 2 Mini-Shinies und eine große Shiny. Geilo, hat mir gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch ein Like da für das Video. Und wenn ihr weiteren solchen Content mögt und gerne verfolgen möchtet von mir, dann lasst mir auch ein Follow da. Und im besten Fall Like und Follow, würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt gibt es noch die Codes und dementsprechend auch noch ein Hinweis zu meinem Instagram-Account. Checkt diesen doch gerne mal ab, wenn ihr weiter Pokémon-Content verfolgen möchtet.
Dort poste ich regelmäßig meine Hits, aber auch anderen Content, und zwar Videospiel-Content, beziehungsweise auch mein anderes Hobby oder Leidenschaft, Retro-Spiel-Content. Da bin ich relativ aktiv, poste da regelmäßig die eben genannten Dinge. Und in dem Sinne bedanke ich mich, wünsche euch alles Gute, bleibt geschmeidig, haut rein, bis demnächst, ciao!